Das ist nicht irgendein Spot im Meer, sondern das ist einer der gefährlichsten und tiefsten Tauchorten weltweit. Und das dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und sind dort heute Morgen direkt hingefahren. Wir haben einen kompletten Tagesausflug dorthin gemacht, weil von Dahab sind es nur ungefähr so 10 Minuten. Wir sind jetzt hier beim Blue Hole. Hier sind schon viele Menschen auch ums Leben gekommen beim Tauchen, aber wirklich halt nur, wenn man runter in das Loch geht. Das Loch ist noch nicht erforscht, als ich hierher gekommen bin. Ich dachte, da weiß man, was da unten ist, aber das ist so tief, dass noch niemand ganz unten war. Und wir werden jetzt über dieses Loch schnorcheln gehen. Und ich habe richtig Angst. Ich bin echt nervös, weil ich mag nicht diese Ungewissheit und nicht zu wissen, was da unten ist und so. Wie tief ist es? Wo kann man das sehen? Ich glaube, hier 110 Meter tief. Und wir werden irgendwie dort hinten reingehen und dann dort bei dem Riff entlang tauchen und dann hier rein und dann hier wieder raus. Wir waren auch schon ganz früh dort, weil wirklich, das ist ein richtig, richtig beliebter Ort und man sieht so viele Taucher und wir haben sogar solche Deep Diver gesehen. Ich konnte leider derweil nicht filmen, weil wir unsere Unterwasserkamera leider nicht dabei hatten. Wir sind dann aber noch weitergefahren zu einem Spot, wo man nur übers Meer hinkommt. Also dort kann man nicht mit dem Auto hinfahren. Vor Ort wurden wir dann von so einem Truck abgeholt, dann saßen wir da hinten auf einem Truck, sind da durch die Wüste gefahren. Das war so ein spezielles Abenteuer und sind dann bei diesem schönen Strand angekommen. Dieser Ort heißt Blue Lagoon in Dahab und es ist so ein magischer Ort. Es sieht wirklich aus wie so die Malediven. Man kann sich dort auch so eine kleine Hütte mieten und vor Ort dann schlafen. Man hat keinen Empfang dort und die Mangosäfte dort. Ich habe so viel Mangosaft an diesem Tag getrunken, weil es einfach so gut war. Ich bin da natürlich auch noch ins Wasser gegangen. Es waren auch richtig viele Kitesurfer dort und es war ein so wunderschöner Tag.